Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Rahmen unserer hochschulöffentlichen Vortragsreihe des Instituts für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim, Europagespräche, haben wir immer auch Kooperationspartner. In diesem Fall am 5. November in der Volkshochschule um 18.15 Uhr im Riedelsaal spricht Kollegin Frau Dr. Regine Schulz, Direktorin des Römer- und Belizeus-Museum Hildesheim, zum Thema Europa und Afghanistan. Projekte zur Rettung des afghanischen Kulturerbes. Dieser Vortrag läuft auch im Kontext einer Ausstellung, die zeitgleich im Römer-Belizeus-Museum Hildesheim am Steine stattfindet. Alle sind herzlich eingeladen zu diesem Vortrag von Direktorin Dr. Regine Schulz vom Römer-Belizeus-Museum am 5. November 18.15 Uhr im Riedelsaal der Volkshochschule Hildesheim.